Hallihallo! Kurz Nase geschnaubt, kurz mal noch den Schlaf aus den Augen wischen hier. Aber ich bin schon wieder ein paar Stunden wach. Ein bisschen wenig eigentlich im Allgemeinen. Und man sieht es auch. Pat, das Logo rechts daneben, ist leer. Der ist heute den ganzen Tag nicht mit dabei. Ich werde heute komplett alleine das Ding hier durchziehen. Im Albicast wieder mal das Hemd angezogen heute. Drei bis vier Spiele sind geplant. Mal gucken, ob sie auch alle passen. Jetzt sind zwei, drei Minuten früher jetzt hier rein. Dann sage ich nochmal danke für den Sub, Kalle. Danke hier an den Follow. Hier der Name Dizzen. Ich glaube jetzt gar nicht, ob es der Name ist. Schwierig jetzt auszusprechen, muss ich sagen. So eine ZN Dizzen. Dizzen CS. Danke für den Follow und den Host. Und ich grüße alle, die jetzt schon eingeschaltet haben, hier mit mir zusammen gleich diese Partie hier zu begrüßen. Recast Gaming gegen Dissen ist richtig nice. Also Dissen, wahrscheinlich von Dissen. Ja, ich disse dich. hier Recast Gaming gegen E-Dragons. Und ich sehe schon, Dissen ist auf jeden Fall ein Fan von Recast. Und ja, dazu muss ich gleich mal sagen, Recast haben wir schon einmal ja im Cast gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen wir jetzt das hatten, aber gab es schon mal hier auf meinem Kanal. Parallel aber muss ich sagen, natürlich E-Dragons jetzt hier, wenn wir gleich drauf eingehen, für mich schon der klare Favorit. Sehr, sehr starkes Line-Up. Man kennt sie auch halt schon ein bisschen länger, die Spieler, die da vertreten sind. Die Österreicher. Recast muss heute mich auf jeden Fall überzeugen und überraschen und die Jungs hier von E-Dragons auf jeden Fall stompen. Dann haben die auf jeden Fall eine Chance, aber dadurch, da ich Recast die ganzen Jungs noch gar nicht kenne, ist hier auch natürlich alles offen. Ne, will man nicht sagen, dass sie schlechter sind oder sonst irgendwas. Aber man weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall nicht so einfach, jetzt hier direkt so schon festzumachen. Ja, dann gehen wir mal rein direkt in die Tabellenliste. Und da sieht man es auch schon erstmal ganz oben. Bang eSports. Gestern Abend Blindo gegen Bang eSports gehabt auf DE Mirage. Jetzt auch nochmal gleich Mirage hier. Schöne Partie war es gewesen. XCR auch gerade reingejoint. Hat schöne Frags gemacht oder beziehungsweise ein wirklich essentiell wichtiger Frag für Bang eSports als Terror. Ein Double Frag mit David P. Jetzt bist du mir im Kopf geblieben. War super wichtig und war sehr bitter für Blindo. Und somit konnte man da nichts machen in der Situation und keinen weiteren Punkt holen als CT. Es wäre wichtig gewesen, hätte man das gemacht. Glaube ich, wäre es noch ein bisschen enger gewesen, aber am Ende stand 16:11 und Bang eSports konnte sich durchsetzen in dem direkten Vergleich 5:0 gegen 4:0 und Bang eSports mit 6:0 jetzt da. Und 4-1 müssten jetzt die Jungs von Blindo haben, die heute auch eine Partie nochmal haben. Aber dazu mehr. Ich denke mal, das werden wir auch nachher gegen Grind 5 auch nochmal zeigen, wenn alles hier passt von der Zeit her. Aber heute erstmal im Fokus. Jetzt erstmal E-Dragons gegen Recast. Denn die Jungs hier sind auf jeden Fall richtig heiß, haben alle Bock hier auf die Playoffs. Aber die Namen langsam trennen sich langsam. Und man merkt auf jeden Fall, wer hier ganz klare Favoriten sind. Gestern hat auch Team Soliex zum Beispiel bitter verloren. Keine Ahnung warum, so genau weiß ich es auch nicht, aber langsam Stand-In oder nicht, die auch für mich eigentlich klarer Favorit, aber gucken wir mal. West Coast Pirates, vielleicht caste ich die nachher auch noch, leider nur gegen den etwas schwächeren Gegner, ich glaube Fuchsig hießen die, sind weiter unten unterwegs, wird wahrscheinlich doch ein Stomp werden, aber vielleicht kann man auch mal da den mal zeigen, wenn ihr auch Bock habt, was aktuell der SEL-Meisterschaft Division 3 alles für Teams umherlaufen. West Coast Pirates, auch so ein Mixteam. Ich glaube, die sprechen alle teilweise Englisch, weil das sind Amerikaner, Engländer dabei. Aber ein Name kam mir bekannt vor, beziehungsweise zwei. Einmal Empire, der war mit dabei hier bei eSports Rhein-Neckar. Und Robin Hood war eigentlich noch die ganze Zeit im Hauptkader drin gewesen, bevor sie dann die Slot sich geholt haben in der Division 2. Und Robin Hood auch starker Spieler, also da mit diesem West Coast Pirates, der Name wahrscheinlich irgendwann verschwinden wird und vielleicht irgendeiner Orga joinen wird, kann ich mir gut vorstellen. Starker Gegner oder Team, was hier auf jeden Fall rumschwirrt. Gehen wir rein, auf jeden Fall erstmal ins Lineup hier von Recast. Da haben wir den guten Cargo, ja, Chris, Shooter, Thomas, Zetek und René. Und dann gucken wir hier links am Lineup an. René, Thomas, Cargo, Chris und Zetek sind die fünf Hauptspieler. Shooter, okay, ist der Coach nur, vielleicht auch wahrscheinlich auch Coach und Stand-In-Funktion hier bei Recast. Ich bin immer sicher, gegen wen hatten wir denn schon mal gegen einen Cast gehabt? Ich glaube, Recast hatten wir, habe ich schon einmal eigentlich schon. Dachte ich zumindest, dass wir Recast, dass ich die schon mal gecastet habe. War es eine andere Liga? Ich bin nicht mehr sicher. Kann auch sein, dass ich es nicht habe, dass es nicht so war. Aber na gut, nichtsdestotrotz gehen wir rüber zu E-Dragons. Also die Jungs sagen mir jetzt erstmal nichts von den Namen her, ja, muss man dazu sagen. Aber die Jungs von den E-Dragons sagen mir einiges. Erstmal, das Team E-Dragons kennt man auch schon ein bisschen länger. Ja, habe ich gerade nochmal gelesen auf Twitter 2017, auch erst frisch dazugekommen, obwohl er ist schon ein bisschen älter. Dann jetzt wirklich jetzt mal von der Bildfläche verschwunden. Letztes Jahr, Anfang letztes Jahr, gab es E-Dragons auch noch mit
mit einem Line-Up am Start, aber dann hat man sie gar nicht mehr gesehen. Ich glaube, die erste und zweite Season letzten Jahres, da waren sie vertreten. Danach die dritte und die vierte, falls es auch gar nicht so viele Seasons gab, aber die dritte halt dann, die waren nur in der ersten, waren sie, glaube ich, gar nicht mehr da. Und ja, und wen entdeckt man da wieder? Ursprünglich war das hier vielleicht noch die Möglichkeit, dass es hier TKA ist, denn TKA auch oft auch ein korrekter Partner von mir, die wir schon länger auch gleich mal mit dem was zu tun haben, hier mit, also mit den Carsten, Zay Kick-Ass ist auch eine österreichische große E-Sports-Organisation, ja, die machen in vielen Bereichen, ziehen die gerade voll durch, seit 2007, Anfang 2017, 2018, Entschuldigung, voll am Start gegangen und jetzt richtig aktiv unterwegs in Österreich und versuchen natürlich auch durchzuziehen. Aber haben ein anderes Hauptline-Up sich geholt, sind jetzt in der Division 2 vertreten, in der 99 Damage Liga. Und hier in der ESL-Meisterschaft hat man nichts mehr, denn Zedrill, der vorher noch da war, hat jetzt sein neues Line-Up sich selber aufgebaut. Sehr, sehr erfahrener Spieler, auch ein bisschen älterer Kollege, ich glaube 28 oder 29 Jahre alt schon. Hat sehr, sehr viel Erfahrung in der Szene, was man mitbekommen hat. So. Also sehr, sehr guter Spieler. Und der ich wahrscheinlich auch der Ingame-Coach ist, also da sollte man die Jungs hier keinen Fall unterschätzen, stehen nicht umsonst 4-0. Und da haben wir Raketenrudi, der wirklich richtig krasse Frags uns schon gezeigt hat. Und Pharma G kennt man auch soweit, der ist auch da so ab und zu mal vertreten. Ansonsten Gulli Extreme habe ich auch schon mal gelesen. Ich weiß gar nicht, ob er vorher bei welchem Team. Ich glaube, Pharma G und Tweezy sind halt die Jungspieler bei denen. Auf jeden Fall, aber Gulli Extreme habe ich auch schon mal irgendwo gelesen. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Team es war. Der Name fällt jetzt auch nicht mehr ein. Auch ein österreichisches Line-Up. Wir werden ja gleich mal gucken, wer in dieser Partie hier die fünf Hauptakteure sind. CMR ist natürlich wieder so ein Name. Was heißt es ausgeschrieben? Großes Fragezeichen. Also Zedrill, Pharma G, Gulli, Extreme, Raketenrudi und Twizzy werden wir auf jeden Fall klar bekommen, damit von dem Namen her. Aber ich bin gespannt, also wie diese Partie ausgehen wird. Man sieht es aber auch von den Ergebnissen ja gegen Frag, denn er relativ knapp 16-14 gespielt. Gegen Panga Dragons auch 16-12. Okay, hier gegen Hamburger Eisbrecher hat man eine klare Überfahrt gehabt. Und Plan B eSports, gut, die sind gar nicht mehr vertreten. Die spielen zwar hier noch in der Liga mit, sind aber letzter Platz, weil sie den Slot bekommen haben in der Division 2 und da aktuell aber auch ihre Probleme haben. Ja, gucken wir mal gleich rein. Ich denke mal, wir können gleich auf den Server connecten. Wird auf jeden Fall spannend. Ich glaube, ich habe hier gerade den Recast noch gar nicht geguckt, gegen wen die gespielt haben. Gegen Ernstes Team, gegen Hectic Gaming, gegen Presurf. Also ist alles jetzt nicht die starken Teams. Ernstes Team, weiß ich gar nicht. Epic Dunes war der erste schwere Gegner jetzt hier für die Jungs von Recast Gaming. Man sieht es auch im Ergebnis 16-13. Und man hat einfach keinen direkten Vergleich. Beide Teams haben noch gegen keines der Teams von denen, die wir jetzt casten hier, hat schon gegen denselben Gegner gespielt. So, also wir haben ja keinen irgendwie irgendeinen Vergleich. Deswegen werden wir den Vergleich jetzt gleich sehen. Für mich schon E-Dragons von Erfahrungspotenzial, glaube ich, schon weiter vorne. Recast muss jetzt hier überzeugen. Und dann hoffe ich mal, dass es auch hier gleich abgeht auf DE Mirage. Werden wir jetzt mal die IP uns besorgen und dann rauf connecten. Denn ich hoffe nicht, dass es schon angefangen hat. Denn der Albi ist heute alleine. Normalerweise ist Pat mit dabei und castet das Ganze mit. Dann gucken wir mal, was hier abgeht. Erstmal Wasser trinken, einen Schluck. Ich hoffe, euch geht's gut. Jetzt hier auf dem Sonntag 17 Uhr ist natürlich auch schon langsam mit Zeit, wo man anfangen kann zu casten, aber ist jetzt auch noch nicht so extrem dabei. Und dann gucken wir mal, wie es auf dem Server aktuell aussieht. Auf Mirage schon terrorlastige Map. Ja, also terrorseitig ist es schon ein Vorteil. Aber als CT musst du halt dann auf jeden Fall reißen oder zeigen, was du so drauf hast. Natürlich schon wichtig, dass man da viele Punkte machen kann. Dann hat man auf jeden Fall hier eine Chance, nach vorne zu kommen. Und ja, gucken wir mal direkt jetzt, was passiert. Was sagst du? Eigentlich würde ich ja am Anthem zocken, aber was will man machen, wenn der Chef castet? So sieht's aus auf jeden Fall. Aber du kannst auch Anthem zocken. Heute Abend ist doch jetzt hier auch in der Demo nochmal so ein Event, was ich jetzt nicht mitnehmen kann, weil ich jetzt hier caste den ganzen Abend. Zock doch einfach Anthem. Ja. Wenn man nicht, sollte man sich vielleicht mal einen zweiten Bildschirm kaufen. Und da auf dem einen läuft der Stream. Und auf der einen Anthem. Ja, wieder Anthem-Demo gezockt. Wer Bock hat, mal sowas sich reinzugucken, einfach unter dem Stream gibt es einen Link zu YouTube. Und da gibt es dann drei Videos. Es war sehr ausführlich. Sehr lang, einfach nur die Plays jetzt hier, was ich gezockt habe, hier auf Twitch hochgeladen. Ist ein ganz cooles Game. Aber mal gucken, wie es dann jetzt zum Release in 21 Tagen dann aussieht oder in 20 Tagen. Ich bin gespannt. Ja, ich bin auch gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. E-Dragons gegen Recast Gaming.
Für mich Favorit schon die Österreicher. Aber mal, ich werde mich jetzt gleich ein etwas Besseres überzeugen lassen. Cargo, Thomas, Zetek, Chris und René. Wenigstens gefällt mir es hier mit dem Punkt, wurde es hier getrennt. Die Österreicher haben es noch nicht geschafft. Damals schon mich beschwert. Ja. Und E-Dragons, ja, hat man auf jeden Fall hier keinen Punkt dazwischen gesetzt. Somit hat man hier sehr, sehr interessante Namen. EDR Pharmagie, EDR Twizy, EDR Raketenrudi, ja. Und Cedril mit EDR davor. Naja, Recast, wie man sehen kann, ist schon komplett. Die Jungs hier von E-Dragons, ja, da wartet man noch, bis sie da sind. Theoretisch müssten sie auch noch die Seiten wechseln, denn E-Dragons, ne, linke Seite, Recast Gaming, rechte Seite. Wenn man die falschen Teams joint und dann Messerrunde macht, kommt es hier zu Problemen und muss eventuell dann einen Admin dazu holen. Mal schauen. Was seid ihr denn? Ich habe gesehen, auf jeden Fall, der gute Dizzen ist Fan von Recast. Was denkst du? Werden die es einfach ganz klar klar machen oder was ich dir gerade erzählt habe, könnte dich vielleicht auch überzeugen oder dir ein bisschen dich umdenken lassen, dass man doch jetzt hier gegen ein sehr starkes Lineup von aus Österreich jetzt hier spielt. Also ich kann ja auf jeden Fall sagen, Raketenrudi Maschine, ja, der ist richtig gut dabei, frag-technisch richtig richtig stark. Cedril wirkt ein sehr sehr starker Techniker und ansonsten, ich glaube, Gully Extreme, wie hießen sie jetzt nochmal? Ich weiß nicht, ob sie vorher bei Team Kaiserschmarrn dabei waren, die dann vor nicht Archons hießen, wie hießen die denn nochmal jetzt? Auch eine Orga, die aufgelöst sich hat und die dann TKA übernommen hat. Mir fällt jetzt der Name einfach nicht mehr ein. Ich muss überlegen, wie hießen die nochmal? Energy, hier. Energy, irgendwas mit Energy. Oder? Energy, Energy. Egal. Auf jeden Fall, glaube ich, da hat er gespielt. Dann mit auch anderen Leuten zusammen wie Major Spritzwein, ja. Und auf jeden Fall, glaube ich, ein Spieler aus dem alten, ganz alten Plan B eSports Kader, bevor der dann aufgestiegen ist und man hat sich neue Leute geholt ins Team. Twizy und der gute PharmaG sind, glaube ich, beides Spieler gewesen aus dem TKA Red Team oder Black Team, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall aus einem Academy Team von TKA, die sehr vielversprechende junge Spieler, glaube ich, sind und deswegen hat man die sich gekrallt. Zell hat sich aus denen was zusammengebaut. Denn TK hat natürlich auch wieder ein Line-Up-Change gehabt, beziehungsweise sich ein Line-Up geholt in der Division 2, in der Damage-Liga und dann einfach nur ein Academy-Team am Start, wo halt Alba, Juli und noch ein paar andere Jungs spielen, NKG, die da mit ihm zusammen zocken in der Academy-Liga. Deswegen, ich glaube schon hier, die Jungs hier von E-Dranks, super strong. Ja. Recast, wie gesagt. Die müssen mich jetzt überzeugen und jetzt hier richtig reißen. Und da bin ich auch sowieso mal gespannt. Wichtig wird die Messerrunde sein, wer zuerst als CT starten darf und dann performt. Gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, spielt Recast irgendwo noch in einer anderen Liga? Ich sehe ja Open, Main, Intermediate, sieht man da Recast. Wie sieht es mit denen aus? Ich glaube, vorhin irgendwas gesehen. Ich glaube, Recast ist da vertreten. Ich bin nicht mehr sicher. Auf jeden Fall wird Recast nachher nochmal spielen gegen Inzio Ninja. Da wollte ich eventuell auch noch die Partie um 7, 7, 19 Uhr, wenn es alles passt, auch noch mitnehmen. Klarer Favorit natürlich Recast hier gegenüber Inzio Ninja, aber ich denke schon, dass Inzio Ninja auf jeden Fall ein Gegner noch in der nächsten Season sein wird, wenn man da gut trainiert und weiter nach vorne geht, denn das ist ein sehr, sehr junges Team. Die müssen sehr, sehr viel lernen, ganz viel Nachholbedarf. Der gute Bonum ist der einzige Erfahrungsträger für die Jungs und die sind gerade dabei, sich zu finden. Ich denke, da geht dann einiges. Da wird auf jeden Fall Recast, denke ich mal, ganz klar gewinnen, aber vielleicht ist ja Injo Ninja langsam für die Überraschung bereit, weil man spielt sehr viel, trainiert, glaube ich, auch sehr viel und wird auch jedes Mal stärker. Ja, muss man ja so sagen. Aber das wäre dann erst um 19 Uhr, wenn überhaupt. Erstmal E-Dragons gegen Recast. Und ich hoffe, wir werden gleich anfangen. Weil wir sind ja mittlerweile alle 10 sind momentan vorhanden. Wobei, welcher von den Jungs. Ah, jetzt geht's auch los. Wenn es switcht, machen die Musik aus, gehen in den Vollbildcast rein. Also somit, viel Spaß ist hier in der ESL-Meisterschaft Division 3, so wie sonst auch immer. Der ESL-Meisterschaft Division 3 Sonntag, würde ich mal fast schon nennen, weil 3 bis 4 Spiele werden auf jeden Fall jetzt hier übertragen von mir. Ich einfach mal mir sneake und dann casten werde. Und hier geht's ab zwischen E-Dragons gegen Recast Gaming. Beide Teams stehen noch 4 zu 0, genau wie gestern Blindo gegen die Jungs von Bang eSports. Da stand es bloß 4-0 und 5-0. Und jetzt wird sich einfach mal entscheiden, welches Team von den beiden auch hier weiterhin zu 0 stehen wird und welches Team am Ende eine 1 hat. E-Dragons holt sich hier die Messerrunde. Startet da wahrscheinlich als CT, wird bestimmt gleich eingeben, wenn sie es schon getan haben.
Und dann sollte es auch dann losgehen, so langsam. Und dann bin ich gespannt, wie Recast das spielen wird, ob man einen schnellen Go macht hier auf B oder A. Wie wird sich E-Dragons aufstellen? Ich könnte mir fast vorstellen, 3 auf B, 2 auf A. Sieht man auch nicht so oft. Normalerweise sieht man immer 4 Mann-Stacks auf B oder 4 Mann-Stacks auf A. Wenn ich TKA jetzt überlege, Cedril war dafür schon eher so auf der Typ für 4 Mann B und einer auf dem A-Spot. Aber mal gucken, ob ich mich irre, wie es aussieht. Aber man macht den Call, den ich am Anfang gesagt habe. 3 B und 2 A. Finde ich sehr interessant. Und somit geht's ab. Man hat drüben auch ein Split. Chris geht hier vor durch Palace. Zedek zielt ab hier, falls man einen Mittelpush erwartet. Und die anderen drei Jungs gehen underground lang. Cargo, René, Thomas sind unterwegs. Also es soll dann doch wohl der A-Spot werden. Man geht langsam vor. Hofft hier eventuell irgendjemanden, der offensiv vorgeht, hier irgendwie rauszuspielen. Ist aber nicht. Also Recast hier auch sehr verhalten. Aber gut, erstmal taktisch vorgehen. Hat die Mittelkontrolle jetzt auf jeden Fall am Start. Gibt erstmal die Smoke Richtung B-Spot. Aber das ist ein krasser Fake. Und das sind einfach nur mal die beiden. Cedril und Raketenrudi. Nee, nicht Raketenrudi. Cedril und sein Mate, die so ein bisschen stehen hier im CT. Pharma G ist noch bereit, fliegt hier vor, sieht man noch keinen Gegner. Oh, zielt da hinten ab, man macht das gut, man hat den Satz auf dem Schirm, dass einer hier vielleicht vom Window kommt. René jetzt hier passiv geplantet, er sieht den Fuß, schießt ihn an, zweimal, dreimal, viermal, aber verfehlt hier komplett eigentlich. 50 HP kann man ihn abziehen, aber die Bombe tickt und das ist super wichtig. Jetzt hier, Z-Deck schon abgedeckt hier, holt sich direkt Raketen-Rudi. Was passiert hier? Thomas gefightet hier gegen Tweezy. Und Tweezy jetzt hier im Fight. Man geht auf den Spot rauf. Man deckt das ab. Pharma G. Man ist überall am Start. Aber was macht Chris? Chris von oben. Macht den ersten kaputt. Macht den zweiten auch kaputt. Zerrit zieht einfach durch. Er hat gar keine Chance. Und es ist nur ein Mate. Nur noch gute Tweezy. Kann er noch was rausnehmen? Nein, kann er nicht. Recast Gaming hier. Einen ganz, ganz starken Play hier in der Piss Round. Habe ich auch so noch nicht so gesehen. Jedenfalls nicht oft. Ich glaube, einmal vielleicht. Schön gemacht hier von Recast Gaming. Über die Mitte erstmal abgedeckt. Einer im Palace geschickt, dass man hier wirklich die beiden Fronten erstmal aufhält, dass nicht, dass irgendein offensiver E-Dragons hier Spieler durchgehen kann. Geschlossen macht man ein bisschen Stress nach vorne, schleicht dann Undergrounds durch und dann Richtung Connector geplantet. Alles, ja, wie im Bilderbuch gemacht. Und die Jungs von E-Dragons, Cedril und sein Mate, Formatisch, die konnten da nichts machen, manchmal etwas zu passiv. Schönes Ding, schön rausgespielt. Waffenrunde hier für Recast. Man geht dann doch mit der Flash auf dem A-Spot rauf. Auch hier Step by Step, ganz verhalten, wirft hier komplett die ganze Utility raus. Super gut gemacht. Checkt alles, jede Ecke ist durch, aber hier ist niemand. Somit kommt man hier unten auf den Spot. Legt auch schon wieder die Jungs von E-Dragons komplett auf dem B gestackt. Wollen jetzt hier gar nicht mehr dieses Geld abgeben. Werden jetzt vielleicht nochmal in die Terrorbase laufen und vielleicht dann nochmal versuchen zu fünft auf den Refact gehen. Und dann steht es auch 2 zu 0 hier für Recast Gaming. Ja, das war jetzt natürlich ein 50-50 Gamble. E-Dragons hat gesagt, wir machen den B-Stack. Von da aus kann man mehr Schaden machen. Recast hat es gut gemacht. Geht hier komplett geschlossen. Richtung. In A-Spot, man kann hier noch Thomas rausnehmen. Der hatte jetzt welche Waffe gehabt. Okay, hat da eine kleine, ganz gute Waffe eigentlich gehabt jetzt hier. Die Frage ist halt, wird man die weiter spielen? Könnte man Tweezy geben, denn der hat jetzt hier nur 3-7 noch. Und man selbst kauft 3, aber man kauft sie komplett. Sie ist hier im 4s. Behält hier auf jeden Fall. Nein, was ist das? Mac-10. Da bin ich immer nicht gut. Mit den Waffen, die ich selber nicht so viel spiele, bin ich nicht so verhalten unterwegs. Kauft Utility rein, man hat 4 Smokes, ein paar Flashes am Start, aber die AWP ist auch schon da. Mit Pharma G, der im Window steht. Und dann geht es relativ schnell über die Mittelkontrolle für Recast. AWP bei ZX auch schon vorhanden. Also sehr, sehr schnell eingenommen hier die Mitte. Super wichtig, Pharma G verschiebt komplett schon auf dem A-Spot. Deckt ab hier und man ist zu dritt beim Master. Cedric und Tweezy sind auch schon da. Und über die Mitte kann es gleich abgehen. Oh, Pharma G. Kurz gezögert, aber dann macht sie den Fleck gegen Thomas. First Fleck hier für die Jungs von E-Dragons. Und das ist ein guter Einstieg jetzt hier in der ersten Waffenrunde für die Jungs aus Österreich. Und die Jungs von Recast müssen jetzt überlegen, wo sie weiter nach vorne gehen. Erstmal smoke man den Connector ab. Baut sich so ein bisschen Richtung dann doch B auf. Und da steht Raketenrudi. Macht den ersten, macht den zweiten auch noch. Dauerfeuer sitzt noch nicht so ganz. Dann holt sich der Raketenrudi raus. Da steht auch Extrem. Kuli Extrem ist da, macht den ersten. Cargo 2 gegen 4 mit seinem Mate zusammen. Und Cargo macht den weg gegen den guten Kuli Extrem. Aber Pharma G ist schon verschoben. Zedek zielt ab. Pharma G zeigt sich nicht mehr hier aus der Küche.
Und somit kann Celtic erstmal auf den Spot kommen, deckt alles ab, wartet auf irgendeinen Spieler. Farmaji macht das super gut. Man hat noch 30 Sekunden auf der Uhr, ein bisschen mehr. Bombe kann erstmal geplantet werden, wahrscheinlich. Jetzt hört man es aber auch. Und von oben, Celtic mit dem Spray, wird den Upgrade bestimmt mitnehmen. Genau, danke hier für die AWP. Und somit hat man sogar direkt eine Zweier-Doppel-AWP auf Seite von E-Dragons. Also in der Sicht, perfektes Line-Up mit den Waffen für die E-Dragons. Und jetzt muss ich Mikas natürlich aufpassen. Zwei Runden geholt, direkt die Waffenrunde verloren hier gegen die Jungs aus Österreich. Und gehen erstmal in die Force. Nur Pistol, Stiegel. Paar Glocks behalten, eine P250 und eine CZ bei Thoma. Man geht geschossen Richtung A-Sport. René deckt hinten ab, macht hier wahrscheinlich die eine Flash oder Smoke. Macht ein bisschen Stress, jetzt geht's hier rauf auf den Spot drauf. Tweezy macht den ersten Frag. Tweezy den zweiten. Dritten für Cargo. Nee, den landet man nicht mehr. Aber jetzt close. Der könnte gleich sterben. Man verliert man die erste AWP. Aber Tweezy macht den dritten, vierten Frag hier. Macht es, Ace. Den einen hinten macht er sogar noch. Macht er sogar durch Zufall, muss ich sogar sagen. Sprayt hier durch, holt sich hier das Ace. Natürlich hier in der Force bei. Trotzdem, schönes Ding für Tweezy. Darf ihr alle mitnehmen. Die AWP wieder gesaved für den guten Cedril. Und somit steht 2-2. Und nächste Waffenrunde jetzt für Recast. Und jetzt müssen sie auf jeden Fall holen. Auf der anderen Seite E-Dragons natürlich auch weiter müssen sie ihre Runden holen, denn als CT, man weiß es, es ist teuer. Man konnte mit 4 Spielen überleben, hat ein bisschen Geld hier. Tweezy mit 5k, Farmaji mit 4-4. Gulli Extrem mit 3, also wenn man jetzt verlieren würde, wahrscheinlich könnte man auf jeden Fall auch wieder reinkaufen. Vielleicht safe man dann ein oder zwei Waffen, aber ich bin gespannt. Recast Gaming jetzt mit 5 AKs unterwegs. Utility ist auch gut dabei, baut sich erstmal auf hier in der Mitte. Drei Mann wieder in der Mitte unterwegs. Der gute Chris deckt wieder im A-Spot. Und dann geht man doch relativ zügig vor. Das macht man ganz gut. Sehr standardisiert bei Recast aktuell, was man im Set sieht. Sprayt hier durch. Man kontert mit ein paar Molos. Wirft was. Oh, die Granate leider an der Ecke hängen geblieben. Super bitter. Smoke nochmal das Window ab. Somit kann Farmaji nicht Richtung kurz gucken und dann rausnehmen. Und jetzt geht es dann doch wieder Richtung den B-Spot. Man baut dafür sehr gut auf. Raketenrudi Gulli extrem. Schon bereit hier für den Go von kurz. Und da gehen wir auch direkt mal rauf. Raketenrudi und sein Mate. Der Gulli Extrem hat den ersten Frag schon. Den zweiten sieht man noch nicht. Raketenrudi gut geboostet jetzt hier in der Ecke. Auf dem Spot. Zedek macht den ersten Frag. Jetzt Kontakt. Doppel Frag hier für Gulli Extrem. Und jetzt ist der Raketenrudi bereit. Macht den Spray und kann ihn aber nicht durchziehen. Cargo kann es kontern und ihn rausnehmen. Das ist ein 2 gegen 2. Chris und Cargo jetzt sind auch im Spot. Und jetzt muss man aufpassen. Der gute Tweezy wird gleich von der Seite genommen. Er hat vom Timing her ein bitteres Pech jetzt hier von ihm. Das macht Chris hier sicher raus. Sozusagen hier gegen Tweezy nimmt er ihn raus. Und gute Cedril, super gut gemacht. Von hinten lang gelaufen, aber gleichzeitig Recast Gaming genauso gut gemacht. Denken Sie schon, man sieht nur einen Spieler hier in der Küche und deswegen verschiebt man Richtung A-Sport. Und ich würde sagen, wenn jetzt Cedril einfach sagt, komm. Okay, wenn ich von kurz das einen noch rausnehmen kann, super ist es. Aber ansonsten auf den Safe gehen und man hat dann genau das Geld, um die nächste Waffenrunde zu spielen. Und Rika ist jetzt hier in ihrer zweiten Waffenrunde. Perfekter Konter. Holt sich hier das 3-2 außer E-Dragons. Der gute Zedril haut nochmal den Frag raus, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt hier nochmal versucht. Also er versucht auf jeden Fall. Man weiß, okay, CT geht was ab. Hier gibt es nochmal eine Flash. Er hat die Smoke. Jetzt nochmal schnell durchdiffusen. Spraydown ist da. Oh, 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 er hat ihn nicht gesehen. Sehr gefährlich. Somit vergibt man hier auf jeden Fall seine Waffe. Schade eigentlich hier auf den Stand aus dem Safe zu gehen. Hätte man vielleicht machen können. Somit hätte jetzt Raketen-Gudi auf jeden Fall eine Waffe bekommen. Zedra hätte seine AWP behalten. Und alles wäre gut gewesen. Somit muss man jetzt reinkaufen. Und zwei Spieler haben jetzt nicht die geilsten Waffen. Wahrscheinlich erst eine Farmers oder eine UMP oder sonst irgendwas. Sogar nur eine diegelbare Raketen-Rudi. Aber wisst ihr Bescheid? Es ist immer noch gefährlich. Farmaji mit der AWP ist er noch heiß. Der muss natürlich jetzt holen. Und man geht immer zu dritt hier. Beziehungsweise drei Männer sind immer am Arsch hier bei E-Dragons. Auch sehr oft offensiv. Und hier und Farmaji den bürstigen First Frag. Aber Zedek konnte direkt hier aus der Mitte Richtung Raketenrudi, damit er Digil auf kurz vorgegangen ist. Konnte man nichts machen. Und dieser Molo bleibt hängen hier bei René. Ganz bitter gelaufen. Und es ist einfach weiter. Gulli Extrem geht in den Spray hier gegen Cargo. Springt hier runter Richtung kurz. Da kommt zum Glück hier für ihn keine Mates um die Ecke. Ansonsten wäre es übel gewesen. René kann Tweezy rausnehmen. Aber wir bleiben trotzdem bei dem Gulli Extrem. Und der wird rausgenommen hier von Zedek. Jetzt ist es Farmaji. Nochmal der AWP verschießt hier zum Ersten.
verschießt zum zweiten Superwitter hier für ihn. Und jetzt vielleicht doch nochmal zu safen. Wäre gar nicht verkehrt. Zedra jetzt wieder von hinten. Aber jetzt wird er doch dazu gezwungen zu safen. Und jetzt doch nicht. Der Frack hier von Pharma G pusht nochmal Zedra nach vorne. Na, man will nur die X-Effects ziehen. Schade eigentlich. Hätte hier Pharma G den einen Frack auch noch gezogen, wäre es perfekt gewesen. Somit muss man erstmal hier safen gehen. Und da steht 4:2 Recast hier mit der zweiten Waffenrunde, die man hier sich holen kann. In dieser Partie E-Dranks mit der anderen Waffenrunde auf ihrer Seite, aber nur eine Deagle und eine Farmers. Wobei natürlich Zelda schon Utility hatte, so ein bisschen. Aber nicht genug Raketenrudi im Endeffekt mit der Deagle. Hat es versucht, für die Information hier auf kurz zu pushen Richtung Mitte. Hat nicht gereicht. Und dann zum Schluss. Kann man mit 3 Spielern überleben hier bei Recast und macht es 4:2. Man sieht es auch direkt. Man hat natürlich jetzt wieder die 2000 reinbekommen hier auf der Seite von E-Dragons. Die müssen jetzt ihre Ecke-Runde spielen. Die einzigen beiden Spieler, die jetzt nochmal ein bisschen was reinkaufen, sind Pharma G und Cedric. Wahrscheinlich die beiden sogar auf einen Spot zusammen. Ja, sieht auch genau so aus. Cedric close vorne. Pharma G vom Collector aus Richtung Mitte unterwegs. Aber da passiert halt nichts, da kann keinen rausnehmen. Aber Pharma G könnte direkt den ersten Frag machen, verfehlt die schon wieder. Ganz, ganz bitter, etwas zu hektisch hier gerade im Moment. Hat das falsche Timing gerade so auf seiner Seite. Und Zedrin lässt den ersten durch, schön gespielt von ihm. Zedrin, Junge, Zedrin, den Triple Frag oder was? Die Information steht, Zedrin macht den Double. Pharma G wusste Bescheid, richtig stark gemacht. Was für eine Aktion hier von Zedrin hier. Richtig schön und nur noch Thomas unterwegs. Von hinten Twizy mit dem Deagle-Klick ins Gesicht. Und Zedrin mit der AWP alleine vom Connector. Ay caramba, keiner hier von Recast checkt hier diese Ecke hier im Monster. Oder in der Action. Und Cedric macht es gut. Er wollte, glaube ich, gerade schießen. Und da piekt der dritte Spieler auch noch vor. Perfekt gemacht. Twizy mit dem Kopfschuss von hinten hier aus dem Jungle. Und jeder darf eine Waffe kriegen. Hier bekommt er hier ohne Ende Waffen. Das ist ein Segen hier für E-Dragons gerade in dieser Partie. In dieser Runde. Man kann jetzt hier voll reinkaufen mit voller Utility. Und ich würde sagen, für Recast ist es ganz, ganz bitter gelaufen gerade. Richtig bitter. Und der gute Cedric mit einem richtig starken Play. Damit hat man nicht gerechnet. Und jetzt... ja, jetzt wird man die Ecke checken, aber das ist super bitter gelaufen. Man sieht es auch direkt, Recast hat auch mal doch sehr viele Spieler verloren. Pharma G mit dem ersten Ansatz, zweiter Ansatz trifft nicht. Chris ist auch schon da, die Deagle-Klicks könnten gleich laden gegen Pharma G. Aber diesmal macht er wirklich den Frack. Super wichtig, jetzt muss er aufpassen, sich zurückziehen. René ist auch schon heiß, aber die Morlo macht gut Schaden. Könnt ihr ja gehört haben. Deswegen zieht er sich auch gut zurück, tief in den Jungle rein. Und lässt das Window jetzt offen. Aber man ist aber eine Überzahl. Klar, man hat jetzt drüben nur die Forceball mit Deagles und ein paar Pistols. Das war es auch auf Seiten von Recast. Nächste Runde wird es wieder heiß für E-Dragons. Man sollte jetzt auch eigentlich theoretisch die Runde jetzt hier Flawless holen. Am besten für E-Dragons, damit man hier weiter im Geld bleiben kann. Weil wenn man hier mehr als 3 Spiele noch verlieren sollte, unglücklich gegen die Deagles, weil die sind natürlich super brandgefährlich, kann es hier dann doch mal wieder gefährlich werden für die E-Dragons, weil so viel Geld haben sie jetzt auch nicht wirklich hier. Bei Pharma G ist nicht so wirklich da und bei Raketen-Rudi halt nichts. Schöner Boost hier ins Window rein. Doppelboost hier für ihn. Pharma G zählt aber schon ab. Und da sieht man ihn, der erste AWP. Nächste Molle kommt, aber der dicke Klick hier von Thomas in Pharma Gs Gesicht. Hätte damit auch rausgenommen. Gulli extrem kann zum Glück kontern. Man hat die 2-gegen-3 Situationen. Jetzt kann ich mehr verlieren. Wie ich es vorher gesagt habe, es wäre einfach bitter. Eieiei, Raketenrudi wird rausgekommen. Zedek macht den Frack hier mit der AK. Man ist im 2:2. Und jetzt die Frage, wo wird man hingehen? Man kommt aus der Mitte raus, man geht jetzt Richtung B gesteuert. Cargo schießt hier weiter gut extrem an und der kann den wichtigen Frack dann doch noch machen. Überlebt es hier den Anschuss. Zedek alleine Richtung B unterwegs. Kann man sich was denken, er muss auch dahin gehen, weil es sind noch 10 Sekunden. Also sprintet man auch schon als CT. Gulli extrem zielt ab aus der Küche. Und von kurz kommt auch schon Twizy hier. Ja. Und holt den Frag, aber trotzdem, wie ich vorher angekündigt habe, jetzt hier 3 Spieler zu verlieren, das ist schon bitter, weil man hat jetzt das Geld nicht wirklich. Man muss jetzt hier komplett legen hier für seine Mates. Wobei Pharma G könnte auch selber kaufen, weil ich denke, Twizy wird reinkaufen und Cedric kann selber vielleicht sogar was Waffen legen. Man kann es auch mal voll spielen mit voll Utility und natürlich auch Waffen, aber man bleibt dadurch klein im Geld, wenn man nämlich jetzt die Waffenrunde verliert gegen Recast, die sie jetzt auch wieder haben. Ja, aus diesem Bezug habe ich das so gesagt. Wird es natürlich krass. Ne? Könnte es auf jeden Fall übel werden. Und E-Dragons würde direkt wieder in, ja, denke ich mal, eine kleine Force-Buy reingehen müssen. Was der beste Play wäre dann. Mit ein paar Deagles und Co. Let's go. Schuss jetzt hier von Zedek in die Gap rein. Wobei die Gap, glaube ich, für Pharma G da war. Er hat einfach hingeschossen. Vom Timing hat es gepasst. Pharma G
Küsst den Boden! Und es steht direkt 4 gegen 5. Recast Gaming. Ist in Überzahl. Smoke wieder im Window. Typischer Aufbau hier von den Jungs. Über die Mitte Richtung B-Spot. Und Gulli extrem natürlich wieder da. Dieser muss das besser machen. Nochmal ein paar Frags mehr. Wären perfekt. Ersten, zweiten, dritten Frag. Das wäre perfekt hier für Gulli. Oh, Anschlüsse sind da. Der kann den Effekt noch zielen. Den zweiten auch noch. Nein, kann er nicht machen. Er hat schon sehr viel Schaden kassiert hier von Thomas. Und somit ist es das 3 gegen 4. Raketen-Rudi auf dem Spot. Kann sich nicht entscheiden. Super bitter. Der Winkel hat gerade nicht gepasst. Somit der nächste Tote. Tweezy und Zettel noch am Leben. Und vielleicht jetzt hier noch safen. Wäre gar nicht verkehrt. Oder Exit-Facts ziehen. Aber na gut, mal gucken, was wir versuchen. Vielleicht noch die Terrors klein halten. Wäre auch nicht verkehrt. Man weiß, die haben auch nicht wirklich viel Geld. Noch ein paar Facts zielen. Da macht Tweezy den ersten Frag. Kann Chris sehen? Zieht den Kopf. Aber Chris macht den Frag. Weil er ihn auch genauso sieht. Zettel piekt rum. Kann Chris nicht raus. Und der macht hier seinen 4K sogar. Und somit steht es 5 zu 4. Recast Gaming macht genau das, was ich schon vermutet habe. Oder wie es halt passieren könnte. Und das ist natürlich nicht zugunsten der CTs hier für E-Dragons. Die müssen direkt wieder rein forcen in die Pistols, was sie auch machen. Perfekt gemacht hier von E-Dragons, damit man nächste Runde wieder die Waffen kaufen kann. Und Recast hat jetzt zum 6 zu 4 aufschließen. Außer man hat wieder kurios irgendwie einen Fehler und man verliert sehr viel. Aber gut gemacht hier von Recast. Direkt die Folgerunde gewonnen. Der Aufbau hier in der Mitte Richtung B. Auf jeden Fall hat man da bei E-Dragons sehr viele Probleme. Weil man auch gar keinen so Richtung kurz schickt. Nur die eine Runde, wo der gute Raketenmodul den Deal hatte. Ansonsten ist man sehr passiv verhalten auf dem B-Spot unterwegs. Und da bin ich mal gespannt. Anschuss gegen Tweezy. Wird rausgenommen, jetzt der Zettel pusht hier vor. Könnt ihr jetzt hier vielleicht noch auf die guten Chris treffen? Und die nimmt er richtig schön raus hier. Schön gemacht hier. Schöner Kopfschuss. Das ist eine Free AK. Und jetzt muss man trotzdem weiter aufpassen. Gulli Extrem ist am Start. Hat aber keine Chance hier gegen Cargo. Der macht den clean Treffer auf dem Spot. Raketen-Rudi kann nochmal geduckt hier vorbeilaufen. Holt den wichtigen Frag. Macht den Double Frag hier mit der Pistol. Ist jetzt heiß und macht doch mal alles richtig schön hier für E-Dragons. Das ist super spannend. Ein 2 gegen 2. Und jetzt muss ich hier auf jeden Fall Zeit übereilen. Man geht hier weiter rein. Raketen-Rudi macht dir nochmal einen Kopfschuss hier. Gegen Cargo. Cargo hat nichts mehr. Alter, hier macht sich der gute Rudi echt legendär wieder. Und Zettel kann die Runde holen. Was ist das für eine Partie? Die Pistol Rounds hier von E-Dragons. Super sick. Und das war gerade nach der vorigen Runde von Raketen-Rudi, wo er sich nicht entscheiden konnte, wen er eigentlich fragen sollte. Ja, ein Abfarm eigentlich nur mit seiner Pistol. Holt sich hier zwei Spieler raus, einen noch mit einem Kopfschuss, den drückt er eben nochmal richtig rein. Macht hier massiven Schaden. Zerdrill muss da nicht mehr viel machen gegen 13 AP. Super gelaufen. Und die Runde hätte eigentlich natürlich Recast haben müssen. Aber ein Raketen-Rudi, der ging wieder ab wie eine Rakete. Hatte was dagegen. Farmaji verfehlt den Schuss mit der AWP, kann er schnell die Molle raushauen. Man hat drüben natürlich auch wieder eine Pistol. Farmaji kann nur einen rausnehmen, aber Gulli Extrem ist ja schon da. An der Window. Nee, auf kurz war er schon. Und dann Cargo macht es super. Die Smoke fliegt, da kann man sich erstmal abdecken. Wird die Bombe genommen. Erstmal weiter Bombe legen. Wieder ein 3 gegen 3. Also die beiden Teams schenken sich hier nicht. Das ist super heiß. Die Pistol Rounds auf beiden Seiten super gefährlich. Retake-Versuch jetzt hier von E-Dragons. Man pusht durch in der Ecke. Steht ein Spieler. Der gute Chris wird rausgekommen. René macht den nächsten Kopfschuss. Es ist das 2 gegen 2. Tweezy jetzt gegen Cargo. Cargo macht den nächsten Frag. Es ist und Zettel wird von Cargo rausgenommen. Was ein Krimi für beide Teams. Die schenken sich hier gar nichts. Und E-Dragons kann hier, das war den 5. Punkt, in der letzten Runde holen. Aber wieder, die Waffenrunde verliert man hier gegen den schnellen Go von den Pistols, die einfach über die Apartments laufen. Was ist denn das bitte? Was ist das? Ganz stark hier von Recast und bitter hier für E-Dragons. Genauso, was ich vorher gerade zu Recast gesagt habe, die hätten es holen müssen. Hätte genauso wie E-Dragons das holen müssen. Und man hat echt so ein bisschen die Probleme hier auf dem B-Spot. Auf jeden Fall zu zweit. Schade, schade. Aber okay. Kannst du nichts machen. Dadurch wird es nur spannender für uns hier zum Zuschauen. Und Cedric hat den ersten Frag hier ziehen. Macht er aus. Macht er auch gegen René. Da lag keine Smoke im Connector. Und ja. Und wenn man keine Smoke da hat, weiß man auf jeden Fall, die Jungs von Recast wollen auf den A-Spot gehen. Denn auch Cargo und sein Mate Chris stehen halt schon in die Action bereit am Karma. Pharma G wird einfach rausgenommen. Oben steht halt noch Tweezy Upperwood.
ist nicht geduckt, wird aber vielleicht gesehen hier von den Jungs. Ich weiß es nicht, wir werden mal gucken. Man ist auf dem Spot drauf, wird richtig heiß werden. Keiner checkt die Ecke. Super gut gemacht. Z-Deck wird angeschossen, wird rausgekommen hier von Tweezy. Super wichtiger Frack hier, damit kann man wieder Zeit rausholen. Man weiß halt nicht, wo der Spieler war. Ander wird rausgekommen, oh, kann noch einen rausnehmen, dann kann er nicht. Und Cedric und Gulli Extrem plötzlich nur noch zu zweit. Denn Cargo nimmt auch noch einen raus und aus dem 4 gegen 2 wird ein 2 gegen 3. Die Granate könnte den wütenden Schaden machen. Oh, es reicht nicht, aber Gulli macht nochmal einen Klick ins Gesicht hier. Und jetzt den Schuss muss er setzen, Mensch. Ganz bitter hier, man kann einfach Cargo nicht rausnehmen. Cargo mit 3%. Mit 3%, Junge, Randa. Kann man nicht wissen, man weiß halt nicht, wie viel Leben er hat. Super bitter hier für E-Dragons. Und super gut für Recast Gaming. Denn Cargo kann hier weiterhin überleben. Thomas will nochmal einen. Oh, bitter. Ja, ganz bitter. Zettel überlebt noch mit der AWP vielleicht. Und dann nimmt hier aber noch Zettel raus. Super bitter. Ja, aber Cargo muss man einfach sagen, mit 3 HP überlebt. Schönes Ding. Schöne Matrix-Moves hier. Glück gehabt, auch so ein bisschen mit der Granate, der einen, die von Zettel geworfen wurde, Richtung, Richtung Tetris. Okay. Ich glaube, die sind alle super, super heiß jetzt hier. Ganz normal. Man ist hier einfach gerade in vollem Gange. Es steht hier 4-0 für beide Teams in der ESL-Meisterschaft Division 3 und Recast Gaming. Gerade im Lead. Klar, man darf es vergessen, wie man schon gesagt hat, es ist natürlich eine terrorseitige Map. Und E-Dragons muss jetzt noch mal ein bisschen hier, man sieht es auch direkt in die schmerzliche Full-Echo gehen. Und dann um nächste Runde reinkaufen zu können. Da steht es 8-5. Man hat dann noch 2 Runden zu spielen und die müssten natürlich hier auf Seiten der E-Dragons am besten nochmal landen, damit man eine echte knappe Partie hat. Mit 7 Zählern hier als CT rauszugehen, wäre perfekt. Recast mit 10 oder 9-6 zu schicken oder 10-5 wäre ganz bitter. Also 1 oder 2 Runden müssen noch sein für E-Dragons. Es könnte sonst zu wenig sein. Ich bin echt gespannt, wie E-Dragons dann halt die Ghosts auf die Spots spielt. Aktuell jetzt die Runde hier, man sieht es auch ganz, ganz clever hier runtergespielt von Recast. Step by Step geht man vor, checkt alle Ecken. Ja, René hier, links, rechts, check. Und da steht halt noch Gulli. Gulli kann noch einen rausnehmen. Drückt nochmal den ersten Kopf, dass wir hier irgendwie auch schnell in den Nahkampf gehen. Aber Chris macht den Klick ins Gesicht dann doch noch. Aber man kann nochmal gut Schaden drücken gegen Chris. Das ist 8-5. Und die nächste Waffenrunde hier für E-Dragons. Und die müssen sie jetzt holen. Eine Pause wurde nochmal gezogen. Super wichtig auch mal zum Schluss. Das ist wunderschön. Und wir warten, bis es gleich weitergeht. Und ich guck mal ganz kurz mal auf den Desktop, weil mir hat irgendjemand geschrieben, wer will was von mir. Und da ist es halt natürlich so. Eieiei. Der alte Mann hat sich wohl falsch entschieden. Achso, Cedril oder was? Ne, Cedril hat ja die Granate richtig geworfen. Zum Bombenplanter. Das war ja im Endeffekt der Leger, würde ich sagen. Ich glaube, hier gerade meint der Empire Guard den guten Gulli Extrem, der aus dem Connector dann die Bombe Richtung den Spieler Richtung Jungle geworfen hat. Ich glaube, da den meinte er mit der Granate. Aber ich glaube, Gulli ist auch ein älterer Mann. Ja. Ich trinke mal einen Schluck Wasser. Schön, dass ihr alle reinschaut noch hier. Mittlerweile 22 Zuschauer. Danke dafür, dass ihr alle mitfiebert. E-Dragons gegen Recast Gaming. Ich bin echt gespannt, was weitergeht. Nach der Partie, wenn wir durch sind, werden wir auf jeden Fall weiter nächste Partie casten. Da ist geplant Blindo gegen Grind 5. Ja, das wird auch eine starke Partie wahrscheinlich, wenn es danach abgeht. Auch beide Teams stehen, glaube ich, 4-1. Auch eine super Partie. Also die letzte mittlerweile sind eigentlich nur noch coole Partien, die uns erwarten in den nächsten 1, 2, 3 Wochen. Wenn dann wieder vielleicht irgendein Team runterfällt, kann dann zum Schluss wieder aufsteigen. Besten 16 Teams kommen natürlich in die Playoffs. 13 Matches werden nur gespielt und mit jetzt aktuell der 5. Runde für diese beiden Teams, die E-Dragons und Recast, hat man ja auf jeden Fall schon fast die Hälfte geschafft. Ja, wer für E-Dragons ist, kann es gerne mal reinposten und wer für Recast Gaming ist, kann das ja auch mal reinkloppen. Recast aktuell vorne ist natürlich als Terror so unterwegs. Ich muss ehrlich sagen, es fühlt sich so an und ich finde, es ist auch so, es ist eine sehr, sehr ausgeglichene Partie hier zwischen E-Dragons und Recast Gaming, denn beide zeigen einfach, was sie drauf haben. Man sieht diese kuriosen Pistol-Force-By-Runden, die geholt werden. Ja, davon haben wir, glaube ich, insgesamt 3 oder 4 jetzt gesehen. Und von beiden Seiten aber auch. Also super, super krass. Und eigentlich dann für jeweiliges Team sehr, sehr bitter, dass man auch die Folgerunde danach nicht holen kann. Sondern man wird direkt wieder von der Pistol-Runde geholt. Ja, Reinkauf wurde. Pause ist raus. Weiter geht es jetzt hier.
zwischen E-Dragons und Recast Gaming. Die letzten beiden der ersten Hälfte hier auf dem Mirage. E-Dragons, die Österreicher. Österreicher ist das Team um Zedri, Raketenrudi und Co. Versuchen es nochmal. Gulli Extrem mit einem offensiven Push. Schön gemacht. Man geht zu zweit raum. Hat mal eine ganz andere Taktik eingeschlagen. Und will jetzt hier komplett Recast überraschen. Aber die machen es gut. Warten zu hier ab. Können hier das verteidigen. Kriegen zwar auch viel Schaden. Aber Gulli hat auch schon gut kassiert. Aber man zieht sich auch direkt wieder zurück. Man kann den wichtigen Frag jetzt nicht ziehen hier auf Seiten von E-Dragons. Aber ist egal. Der Schaden wurde gemacht gegen Thomas und Zedek. 7 HP noch bei der AWP. Man ist hier auf den Spots. Es wird heikel. Es könnte gut werden für E-Dragons. Wir gucken gleich mal auf den Spot, was hier passiert. Die Fokusperspektive soll es dann mal sein, würde ich meinen. Es geht nämlich los. Die Jungs sind heiß. Man macht die erste Smoke Richtung Stairs. Wo sind die nächsten? Keine weiteren Smokes. Den Zedek piekt hier vor mit der AWP. Es wird alles abgemordet. Man piekt hier vor. Chris macht den Frag hier. Aus dem Palace. Man geht auf den Spot rauf. Er steht immer noch im Ninja. Eine gute Zedre. Super wichtige Position. Twizy macht weiter Stress. Oh mein Gott, Zedre. Von oben ist die AWP da. Schön gemacht. Den ersten macht er. Double Frag mit Zedre macht er. Schöne wichtige Frags, die mir gefallen. Palace-Spieler ist da. Ceres ist bekannt. Und dann guckt er links, Junge. Da steht der nächste Spieler. Thomas ist ready. Und der gute Zedri macht er den 3K. Nächster Anschluss da. Und da piekt hier Thomas rum. Und der kann aber nicht den Frag hier machen gegen Zedri. Und jetzt muss natürlich die Raketenrudi auch noch rumpieken. Der macht den Frag gegen Chris mit der Granate. Das ist nur noch Thomas. Und der Kopfschuss von Zedri. Super knappe und wichtige Runde hier von E-Dragons. Und das hat Zedri gut gemacht hier. Sehr, sehr lange sich im Ninja versteckt. War total unbekannt. Tweezy hat hier gut abgelenkt hier aus dem CT. Und hat damit nicht gerechnet, dass noch ein dritter Spieler versteckt. Ja. In der Ecke saß. Perfekt. Namensprogramm im Ninja. Schön rausgepiekt, nachdem alle Molos weg waren. Man wusste, da kommt dann keiner mehr an der Boot, weil da das Feuer hätte ihn raustreiben müssen. Hat es nicht. Schön runtergespielt. E-Dragons zwar nur mit 2 überlebt, aber trotzdem wichtige Runde. Man kann nochmal alles jetzt hier irgendwie reinkaufen und den Leuten was droppen. Pause wurde gezogen, wahrscheinlich von Recast Gaming. Die können auch nochmal reinkaufen. Wobei, guckt euch René an, der hat nicht das Geld, um hier eine gute Waffe zu haben, vielleicht auch nur eine Deal spielen oder eine UMP oder sonst irgendwas. MP5, wir werden gleich sehen, was die sich entscheiden. Vielleicht legt auch Thomas 2 eine Galil oder so und kauft selbst eine AK, kann ja auch möglich sein. Es wird nochmal heikel, die Jungs von E-Dragon, super heiß, haben Bock. Mit 4000 bei beiden Spielern hier, Raketenrudi und Gulli Extrem, kann man auf jeden Fall sich hier die M4s gönnen. Mit Utility so ein bisschen und das Ding zum 8:7 holen. Das wäre super wichtig für E-Dragons. Dann hat man wichtige 7 Punkte als CT geholt. Das ist super gut hier auf Mirage, finde ich. Und klar, mehr ist immer besser. Aber als CT 7 Runden ist schon sehr, sehr gut. Recast mit ihren 9-8 Zählern, die aktuell, wenn sie so bleiben, auch natürlich super ausgestellt. Aber sie müssen dann erstmal das gleich tun als CT. Wenn man natürlich gleich auch dann im Hintertreffen hier landet, wie die Jungs von E-Dragons in die Pistol verliert, hat man doch schon ein kleines Problem. Aber mal schauen, wie Recast gleich hier CT spielt auf DE Mirage. Pause ist raus. Weiter geht's. Letzte Runde hier der ersten Hälfte. E-Dragons gegen Recast Gaming. Und man kauft doch nochmal rein. Kann sich doch noch eine AK leisten. Alle sind voll da. Hat alles gereicht vom Geld. Irgendwie geht immer alles. Let's go. René, man pusht ganz, ganz schnell hier auf Contact drauf. Und es ist halt normal. Tracy, der hier reißen muss. Schöne Fläche. Macht den ersten Frag. Man weiß, einer ist hinten da in der Ecke. Und Cedric macht den nächsten Frag. Super gut gemacht. Aber er kontert man hin und her. Gulli holt den nächsten. Thomas kann auch einen rausnehmen. Und es ist nur noch Chris hier alleine. Gegen 3 Spieler hier von E-Dranks. Die Molo, die kommt gut. Aber Gulli extrem vom Timing her. Geht nach vorne, aber keinen guten Kopfschuss landen. Und er hat nur noch 10 HP, der gute Chris. Wenn der das irgendwie reicht. Alter Falter, das wäre richtig insane, wenn er hier nochmal gut Schaden machen kann. Die Bombe natürlich hier gut. Nächste Molo fliegt, treibt natürlich hier Zettel raus. Der muss irgendwie raus. Die Smoke kommt. Dadurch weiß er Bescheid, dass er da rechts ist. Aber er weiß es doch nicht so ganz. Er hat nicht gesehen, von wo die Smoke geworfen wurde. Und Zettel überlebt das Ding. Nicht mal einen Schadenspunkt hier bekommen. Wirft hier seine Pistole runter. Tut so, als ob er gedroppt wäre. Aber das hat man, glaube ich, gehört. Zedril wartet einfach nur auf den guten Chris. Keiner bewegt sich. Er denkt echt, er ist hinter der Wand. Ist er aber nicht. Ist er nicht. Zedril ist rechts in der Ecke. So bitter für ihn. Man deckt es gut ab, hier die Winkel. Pharma G in der steht hier. Der gute Zedril hier. Und es ist Chris. 35 Sekunden auf der Uhr. Was wird er tun? Ein Kopfschuss jetzt dagegen. Oh mein Gott, er vermutet es. Der Winkel passt nicht so ganz so bitter. Er sieht ihn aber jetzt. Er sieht ihn jetzt. Wichtig. Und er macht den Frag hier gegen Zedril. Aber dann piekt Pharma G rum. Schön gemacht hier. Da wurde wahrscheinlich auch gebrüllt. Jetzt piekt rum.
Macht den Counter-Fractor, macht ihn. Und E-Dragons kann den siebten Punkt machen. Der war der schnelle Go, dann doch nicht so gut hier auf den B-Spot. Und diesmal kann E-Dragons schön den B-Spot frei halten. Haben sie gut gemacht hier. Twizy gut rumgelaufen. Schöne Support-Flashes, die geflogen sind. Konnte man nur zwar ein Fact machen, aber jetzt hätte er auch schon da. Somit konnte man hier direkt zu zweit was klar machen. Und somit haben wir eine spannende Partie. Zwar Rika ist leichte Führung, natürlich mit 8 zu 7. Und wenn es jetzt weitergeht hier in der zweiten Hälfte, Pistol Round, wenn die regelt, bin ich echt gespannt. Könnte es abwehren. Jetzt warten wir eigentlich nur noch darauf, dass es gleich losgehen kann. Dass es hier voll durchgeht. E-Dragons gegen Recast Gaming. Pistol Round diesmal natürlich wieder in der zweiten Hälfte. E-Dragons als Terror, Recast als CT. Und diese wirklich interessante Runde, die halt hier Recast Gaming gespielt hat als Terror, würde mich mal interessieren, wie sie sich selber aufstellen als CT. Spielt man dann eher so Standard 4-1-Taktik irgendwo oder auch eine 3-2-Taktik? Ich bin gespannt. Ich hoffe, es geht ja auch gleich hier los, dass wir weitermachen können. Ansonsten wird sich die nächste Partie auf jeden Fall weiter verzögern. Es ist doch sehr ausgeglichen. Hier ist kein klares Ergebnis zwischen E-Dragons und Recast. Und ich weiß halt nicht, ob dann Blindo gegen Grind 5 dann auch kommt. Ich habe noch reingeschrieben. Wenn die hier nicht zu lange brauchen, wird es gemacht. Und eigentlich wollte ich ja noch eine dritte Partie hier machen von Ninja. Das wissen die aber noch nicht. Aber falls dann alles nicht passt, wird das alles flach fallen. Schade, schade. Wenn die sich alle ausmehren schon wieder hier. Dann müssen sie wohl alle aufs Klo. Grüße gehen raus hier an alle, die hier zuschauen. Und da auch mal einfach mal immer meckern. Dann läuft es auch. Also viel Spaß jetzt hier in der zweiten Hälfte. E-Dragons gegen Recast Gaming. In der ESL-Meisterschaft Division 3. Beide Teams stehen aktuell 4 zu 0. Für beide Teams ist es der fünfte Spieltag sozusagen. Und einer der beiden Teams wird am Ende mit 4 zu 1 dastehen. Ich bin gespannt, wer es sein wird. Recast oder E-Dragons. Jetzt natürlich die Pistol-Runde hier für E-Dragons. Super wichtig. Vorher hat Recast auch diese Pistol-Bei-Runde gewonnen. Sehr klar sogar. Und das muss natürlich jetzt irgendwie klappen. Man wirft die Smokes hier schon mal Richtung A-Spot. Man scheint hier doch sehr interessant. Thomas auf kurz. René macht den ersten Frag hier gegen Pharma-G. Man kommt auf den Spot zwar rauf, aber trotzdem ist der Schaden da. Man steht ja close an der Smoke, gut durchgepusht hier von dem guten Setdeck. Jetzt geht man hier offensiv. Gulli holt den ersten Frag hier als Konter. 4 gegen 4, close. Chicago macht den ersten, macht den zweiten, macht den dritten Frag hier von Cargo. Ganz stark gemacht. Und Setdeck holt sich auch noch Tizzy raus. Und da holt man die Pistol Round auf Seiten von Recast Gaming. Und genau das darf natürlich nicht passieren. E-Dragons hätte theoretisch genau das gleiche zurücktun müssen. Damit man hier erstmal sich ausruhen kann. Und hier irgendwie in der Partie, sag ich mal, sich hier zurechtfindet. Somit kann Recast Gaming beide Pistols hier gewinnen. Und damit haben sie auf jeden Fall ein gutes, ja, würde ich schon sagen, guten Riecher, eine gute Chance hier auf den Gesamtsieg. Denn man hat damit auf jeden Fall erstmal sichere zwei Runden am Anfang. Bombenplan war zwar da, E-Dragons kauft deswegen auch ein bisschen rein. Oh, no. Kommunikationsproblem. Man kauft sogar schon die AKs rein. Deagles auch schon. Aikarama. Sehr interessant. Mal gucken, ob Recast damit rechnet. Aber drüben stehen halt schon zwei Orks. Orks. Und die könnten natürlich direkt die drei AKs rausfraggen. MNM4 haben wir auch. Eine Scout bei Zedek und eine schöne, ja, wie heißt sie? Ja, keine Ahnung. Schöne Waffe auf jeden Fall hier bei Thoma, der die für Utility spielt. Zedek, die erste Scout schon verfehlt. Sieht den zweiten, kann ihn aber rausnehmen. Und den Pharma-G mit der Deagle. Die AKs hat man aber auch schon gehört, würde ich sagen. Somit weiß man Bescheid, es steht 4 gegen 4. Mittelkontrolle ist jetzt für E-Dragons am Start. Man holt sich die Bombe wieder hier. Und Cargo und René auf dem A-Spot. Die müssen natürlich jetzt irgendwie halten am Connector, das Ding. Aber es gibt erstmal einen Boost in Window. Für den guten Pharma-G. Und Cargo deckt es ab. Pharma-G gegen Cargo jetzt gleich. Oh mein Gott, das Timing hier. Man schickt natürlich nur die Deagle rein. Super bitter. Somit hat man erstmal die Überzahl wieder für Recast. Und da könnte man weiter was machen. Unten Underground pusht Tweezy vor. Und es sieht danach aus, dass man jetzt auch gegen B, Richtung B sich entscheidet. 45 Sekunden auf der Uhr. Chris macht den Standard-Peak hier. Jumpt hier immer Richtung Apartments, wenn die kommen. Wird die Ansage auf jeden Fall erfolgen. Thomas steht auch noch dort bereit, um hier die E-Dragons rauszunehmen. Also es wird auf jeden Fall
nicht leicht werden. Man hat das noch kein Spieler gesehen. Da doch, ob man die Flash kommt. Todesflash hier alle Spieler. Und jetzt wird verschoben. Und man geht hier auf den Spot drauf. Rudi holt schon mal den ersten. Chris kann den ersten und zweiten machen. Jetzt hier oben in der Apartments. Und nur Rudi am Start. Der kann hier nichts machen gegen Chris. Der piekt hier rum. Keine Chance hier. Und es steht 10 zu 7. Man kann hier direkt E-Dragons rausnehmen, die hier reingekauft haben. Kriegen direkt noch mehr Bonus-Money. Konnten keine Bombe legen. Und müssen jetzt hier runterkaufen. Oder können hier runterkaufen. In die. Ja, paar Waffen hier. Man sieht ein paar Pistols. Und dann wird es wahrscheinlich 11 zu 7 stehen. Und Recast Gaming hat damit echt eine gute Führung. Und auch schon ein gutes Polster. Und E-Dragons muss aufpassen, wie sie es dann runterspielen. Und die erste Waffenrunde dann, wo alle 5 von der Waffe haben, folgt dann erst darauf. Aber trotzdem. 11 zu 7. 3 Runden abgegeben. Aber mal gucken. 2 Digis sind am Start. Eine Tech 9 und eine P250, eine Glock. Aber, und die könnte natürlich auch wieder Schaden machen. Wenn wir überlegen, die Runden davor als CD hat man extrem viel rausgedrückt. Jetzt geht's auf den Spot rauf hier mit den Pistols. Cargo macht den ersten, zweiten Frag. René ist auch da. Holt sich auch noch einen Frag. Cedril jetzt noch im Tetris unterwegs. Kann auch nichts machen. Ich drücke auf die Leertaste. Grüße gehen raus. Und der Tweezy versucht irgendwie rauszunehmen. Kann er nicht. Mann. Holt die Runden hier mit 5 Spielern. Und man hat auch dadurch auch vieles gutes Geld am Start. Cargo bleibt bei 7-3. René bei 5. Die anderen. Okay, die anderen. Ja, Zetek hat nichts mehr, weil er die AWP gekauft hat. Upgrade muss sein. Man weiß halt, jetzt kommt offenbar die volle Waffenrunde auf Seiten von E-Dragons. Aber trotzdem, als CT gutes Polster, 11 zu 7. Jetzt muss E-Dragons hier reißen. Und wenn man das nicht reißt, könnte es hier bald langsam zu spät sein für die Jungs. Denn Recast könnt ihr einfach durchmarschieren. Granate fliegt, man macht hier ein bisschen Schaden. Nächste Flash kommt, man will jetzt echt schnell auf Krampf hier. Auf den Spot, aber Chris ist ready. Macht den ersten Frag, macht den zweiten Frag. Gulik piekt rum, macht den Double Frag im Konter. Aber hinten ist auch René schon da. Also man hat hier echt stark Abtausch. Parks und Lumps 3 gegen 2. Farmer G piekt rum, holt sich René. 2 gegen 2 Situation. Aber guckt euch das Leben an. Cedric hat nur noch 13, Pharma G. Hat zwar noch genug, aber die AWP muss erstmal irgendwie aufgestellt werden. Cargo von kurz. Thomas von hinten. Und es ist gute Cedric, der im Winkel gut dasteht. Muss aber Thomas direkt ins Gesicht schießen, damit es hier vorbei ist. Thomas hier mit dem Messer rum. Piekt jetzt aber rum und holt aber nicht den Frag. Und es ist Cedric, der hier kein Leben mehr verliert. Und es ist Cargo alleine gegen die AWP und diese andere Waffe. Oh, der war gerade im Zoom, hat ihn gesehen. Kann Charging gegen Pharma G machen. Der kann nicht hier den wichtigen Frag ziehen. 33 HP, die Flash fliegt. Da springt er nochmal weg. Die Zeit läuft. Es sollte die Runde sein für E-Dragons. Man überlebt mit 2 Spielern. Cargo wird jetzt auch nochmal safe und schnell gehen. Der will hier unbedingt noch den Frag ziehen. Oh, schöner Anschuss. Trotzdem sollte hier der gute Mate weit wegkommen. Aber Cargo will den Frag haben. Will die AWP. Der will die AWP, der will die AWP. Und Pharma G dreht sich aber nicht um. Oh, Pharma G gegen Cargo, aber es reicht gerade so. Hätte er die AWP noch bekommen, wäre es gut gewesen. Weil guckt euch das Geld an. So viel ist als für ein Terror-Team auch noch nicht so wirklich da. Aber Recast kann dank dem Safe nochmal komplett reinkaufen. Hat auch gute Agility, gute Waffen. Und somit geht es nochmal in die zweite Waffenrunde. Für beide Teams. Und E-Dragons muss jetzt zittern. Wenn man jetzt die Runde verliert, ist man direkt wieder komplett auf Null. Muss hier eine volle Echo spielen. Und der Recast führt damit 12 zu 8. Man stellt sich erstmal auf, wartet erstmal ab, falls hier irgendwelche aggressiven Moves kommen. So wie es auch vorher E-Dranks in der letzten Runde gemacht oder in der vorletzten Runde. War letzte, glaube ich, in der Mitte, der Mittelpush. Aber da passiert nichts. Recast selber auch sehr, sehr konzentriert, fokussiert, bleibt nur auf den Spot. Setek am Window. Thomas zielt nach oben zum Fenster zu den Apartments. Chris macht seinen normalen Jump. René auf dem A-Spot, genau wie im CT hier. Der gute Cargo, der Richtung Palace zielt. Hier passiert nichts. Die Zeit läuft einfach nur runter. Das ist das Einzige, was passiert. Bis jetzt die Gulli jetzt vielleicht mal die erste Smoke hier wirft zum Fake so ein bisschen. Dass man hier irgendwie rauskommt. Aber allgemein ist es halt nur ein bisschen Fake. Da gibt es ja direkt die Konter. Brand in die Richtung. Also erstmal kann man da sicher sein. Kommt da nichts durch. Aber wie es aussieht, geht es dann doch Richtung B so ein bisschen. Einer ist noch Underground. Der gute Zettel deckt einfach nur ab. Also Mittelkontrolle ist da. Man will vielleicht über kurz gehen. Ich bin noch nicht sicher. Die anderen warten noch in den Apartments. Könnte aber auch noch Aufbau sein Richtung A-Spot. Das ist noch nicht ganz sicher. Eieiei, alles ist noch drin, aber es sieht aus wie der Big. Oh, und da steht halt Thomas und sein Mate Chris. Chris jetzt hier mit dem Double Frag. Schön gemacht. Jetzt hat er mal auch noch einen raus. Und es ist direkt ein 3 gegen 5 gegen 2. Nur noch Cedril. Die Jungs hier von Recast reagieren hier perfekt. Und Cedril hier ganz, ganz woanders. Der gesamte Go komplett nach hinten losgegangen. Die Bombe hat man. Cedril alleine. Und es sieht nicht gut aus für E-Dragons. Damit sind sie komplett resettet. Und das 11
12 zu 8 sollte sicher sein, außer Cedric kann irgendwie noch ein Ace hier machen. Aber die 10 Sekunden, da will er nichts mehr anbrennen lassen, wird einfach nur die Waffe safen. Vielleicht kann man da nächste Runde mit der 1 AK und Rudi vielleicht mit der Deagle und so spielen und der Rest wird safen. Schade, für Ricky ist perfekt gelaufen, kann man perfekt Geld safen. Nächste Runde kurft man sich und zielt hier rein. Aber somit Recast hier auf jeden Fall ein Vorteil und E-Dragons, die ich vorher auf jeden Fall als meine Favoriten hier gesehen habe, haben irgendwie ihre Probleme, sich auch zu finden. Recast, sehr überraschend, super stark, wie sie es hier runterspielen. Sehr, sehr schnell wird hier verschoben von einem zum anderen Spot. Schäne hier super gut hier von den Winkeln her, machen das super stark, also hier kann man eigentlich gar nicht meckern. Die einzigen Runden, die man bemängeln könnte, wären die Runden, die aus der ersten Hälfte mit diesen Force-Spice, die man auf beiden Seiten verloren hat. Ich glaube, da müssen im Nachhinein beide Teams ein bisschen mit dran arbeiten. Aber jetzt bin ich gespannt. Es gibt wieder ein Argo, René und Cargo sind ready. Leider aber natürlich hier für E-Dragons nur mit der Piste-Runde und einer Waffen-Runde. Und jetzt der Cargo ist ready. Was macht René? Der Molo kommt, aber Cedric kann den ersten wegziehen. Dann liegt die AK da und dann nimmt man aber auch René raus. Super wichtig. Zwei Mann nimmt man raus hier. Und diese Pistol-Round geht erstmal schon mal zugunsten von E-Dragons aus. Und was macht Physio und Farmagi? Beide mit der AK am Start, unterzahlt, klar, Retake eigentlich für Recast, aber trotzdem muss hier E-Dragons langsam irgendwie den Spot halten. Das wäre super wichtig. Man piekt vor, schöne Flash jetzt hier Richtung Farmagi. Die Molo war natürlich auch ganz schön brandgefährlich in die Ninja rein. Und es ist noch Twizy, macht den ersten, den zweiten nicht, dann Thomas piekt rum, zieht auch direkt ab, macht den Kopfschuss. Damit steht es 13 zu 8 E-Dragons jetzt, da Cedril ja nicht gesaved ist, sondern komplett reingekauft hat, muss er jetzt hier als einziger Spieler wahrscheinlich irgendwas Kleines kaufen. Die anderen werden die ganzen AKs sich gönnen. Und man hat dann durch wieder keine optimale Waffenrunde, muss man so sagen. Denn Cedril mit einer Galil oder weiß ich, was er jetzt holt, eine Deagle Utility. Nicht optimal, nicht perfekt. Und somit könnte es vielleicht hier vom Gefühl her auch weiter zum Vorteil, zugunsten für Recast Gaming sein. Denn guckt euch drüben an. Man gradet ab, holt sich die zweite AWP. Ich glaube, die man vorher nicht hatte. Deswegen hat auch Thomas gar kein Geld gerade. Nur 800. Man will sie wirklich safe machen. Zwei Orks, zwei AWPs, eine AK. Richtig starkes Lineup der Waffen. Weil die machen wirklich Wumms. Und guckt euch an. Thomas direkt close of course. Sehr interessant, wie man hier peakt. Zeltdeck unten mit der Doppel-AWP. Also zwei AWPs hier in der Mitte unterwegs. Decken hier Underground und kurz ab. Schöne, interessante Taktiken, die Recast hier dann auch spielt. Immer mal wieder andere Positionen. Keine offensiven Aktionen hier, die wir bei Recast sehen. Die fehlen mir noch so ein bisschen. Wenn man die, glaube ich, noch mit einbauen kann. Ich glaube, dann kann Recast extrem rasieren. Rasur betreiben gegen viele, viele Teams. Ansonsten aim-technisch super stark, wie sie es hier machen. Sehr, sehr diszipliniert. Warten einfach nur ab. Wir reagieren auf die Aktion, die E-Dragons macht mit Smokes und sonst irgendwas. Also in deren Sicht super gut hier, wie es hier gerade für Recast Gaming läuft. Auf der anderen Seite E-Dragons jetzt hier mit ihren 4 AKs, einer Galil. Natürlich, die müssen sie jetzt holen. Ansonsten wird es langsam echt eng werden. Man hat zwar das Bonus-Money, mit der Bombenplant könnte man wieder reinkaufen nächste Runde, aber die Jungs hier von Recast machen das super gut. Granate macht ein bisschen Schaden hier, aber nicht wirklich viel. Und jetzt geht es dann bei 35 Sekunden doch zu zweit mit Stress auf dem B-Spot. Schöner Fake hier von Raketenrudi und Cedril. Und langsam geht man vor auf dem A-Spot und da steht halt René. René, mal 1 gegen 3, kann den ersten rausnehmen. Vorne steht Gulli extrem. Der nimmt über ihn raus, macht direkt den Clean Kopf und sind noch 20 Sekunden, jetzt muss man schnell die Bombe legen. Aber die T's machen es auch super gut wieder, man ist schon wieder geswappt. Jetzt muss die Bombe irgendwie gelegt werden, keine Smoke richtung zu T's, super bitter. Ja, die sind beide so ein bisschen allein gelassen. Jetzt kann man die Bombe endlich legen, super gut gemacht. Ja, super wichtig auch. Und jetzt über einen Connector von hinten kommt, jetzt der Raketenrui kann sich auf jeden Fall jetzt Zedek rausnehmen. Der tritt sich aber perfekt um und macht den Frag hier, super bitter. Und da ist immer noch Cedric unterwegs hier mit der Galil. Der ist der Schlüsselspieler. Mit der Galil wäre es natürlich wichtig. Den weiß man natürlich. Ja, der macht es schon wieder. Schon wieder Cedric. Mit dem 1-2-3-Kill. Der muss es machen. Den Double Frag. Nein! Hat er sich für den falschen Spieler entschieden. Farmagi als letzter Spieler jetzt hier für die guten 8-Ranks. Der muss hier den Double Frag machen. Macht den ersten Frag. Den zweiten aber nicht. Chris gönnt sich hier Farmagi. Und der hat natürlich auch die Fuse. 14 zu 8. Und da hätte Cedric das Ding haben müssen. Hier im Connector. Hat einen Tick dann zu früh angefangen zu schießen, konnte den klaren Frag nicht machen. Und dadurch hat es zu lange gedauert und die anderen beiden Spieler konnten sich umdrehen. Ganz, ganz bitter. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Weiter geht's. 14 zu 8. Jetzt sogar nur zwei Galdiels, keine Utility mehr bei E-Dragons. Die Bombe war zwar gelegt, aber deswegen konnte man reinkaufen. Jetzt kommen die offensiven Moves auch so ein bisschen. René geht ein bisschen frech vor.
steht jetzt Underwood, wartet eigentlich jetzt nur noch auf einen Palace-Spieler oder whatever. Chillt ab. Sein Mate Cargo ist auch bereit. Zielt Richtung Palace. Witzigerweise keine AWP, die man hier sieht, sondern die beiden AWPs wieder in der Mitte. Da hat man auf jeden Fall Pharmagie gesehen. Man weiß Bescheid, es kann mal rotiert werden. Man geht auf den Spot rauf. Die guten Jungs, hier kann ein 1-1 Trade machen. Oh, Cargo holt hier keinen Frag, obwohl er im Vorteil war. Exetek macht aber den clean Frag hier, den ersten, den zweiten nicht. Gulli extrem ist heiß. Hat Bock gerade, macht den zweiten Frag. Chris ist ready. Kann er den nächsten Frag ziehen? Nein, kann er nicht. Es ist Thomas alleine gegen drei Jungs hier von E-Dragons. Es könnte die Runde werden. Die Granate macht halt ein bisschen Schaden, aber nicht genug. Die Flash fliegt. Thomas im 1 gegen 3 mit der AWP. Wenn der jetzt damit vielleicht in den Safe geschickt wird, wäre es gut. Aber guckt euch das an. E-Dragons kann trotzdem, wenn man es wirklich aufs Geld guckt, immer massiven Schaden machen. Recast hat halt nichts mehr. Ja, somit wird man jetzt auch gleich Recast Gaming hier ganz klar in die Echo schicken. Wenn nicht sogar jetzt hier vielleicht Chris reinkauft in eine Pistole oder 1-2 legt. Vielleicht höchstens. Damit man dann vielleicht die AWP, Doppel-AWP wieder spielen kann in der übernächsten Runde. Aber es könnte hier das 14-9 sein. Oder nicht nur ist, sondern ist auf jeden Fall. Und vielleicht dann auch noch das 14-10. Und dann kommt man langsam wieder ran. Und E-Dragons kann hier weiterhin so ein bisschen mal durchatmen. Aber auch nicht mehr wirklich lange. Wenn man jetzt hier durch, doch noch durch irgendwelche kuriosen Aktionen plötzlich die Runde holt, ist es durch. Und man wäre direkt wieder im Bonus-Money. Nicht mehr im Bonus-Money, sondern hätte man direkt wieder kompletten Reset hier bei E-Dragons. Ich kaufe rein. Man hat mit drei Spielen überlebt. Überlegt sich ein Go. Aber Thomas und Chris sind heiß. Und man sieht es auch. Man kauft komplett runter hier, weil man eigentlich komplett das ganze Team ausgleichen möchte vom Geld. Thomas mit der AWP. Man sieht zwei Deagles. Eine M4 bei Chris. Also so schlecht ist das Equipment auch nicht. Man weiß auf jeden Fall auch, dass die Deagle immer stark ist. Aber es sieht aus wie ein Execute-Go auf den A-Spot. Es geht wieder rauf. Die Smokes fliegen. Molos fliegen Richtung CT. Cargo kriegt ein bisschen Schaden. René wird aber auch angeschossen. Jetzt wird, kann Rudi endlich den Zedek rausnehmen. Und dann passiert weiter nichts. Man kriegt nur Schaden Richtung Recast Gaming. Und jetzt vielleicht sogar mit den Westen und Co. einfach nur das Ding abbrechen. Die Waffen safen. Nächste Runde hast du nämlich die komplette Full Echo auf Seiten von Recast. Aber wenn du jetzt hier mit diesen Waffen dann nochmal in die nächste Runde reingehst, warum nicht? Da kann man vielleicht sich nochmal anders aufstellen. Ein bisschen Lucky Punches doch raushauen mit der Deagle. Und dann durch Zufall doch ein paar Frags ziehen. Und Cargo, den ersten Anschuss, den zweiten Anschuss ist da. Zählt ihr das raus? Das ist schon mal wichtig. Jetzt gibt es nochmal eine Flash. Man will natürlich die Deagle jetzt hier nicht durchkommen lassen, und dass er eine AK bekommt von Cedril. Aber das ist erstmal jetzt hier eine Waffe. Mal gucken, ob er noch was wirklich auch für die noch holen kann. Cargo jetzt wird raus nochmal von Pharmagie. Hat abgewartet nur. Und jetzt ist die 10. Runde hier für E-Dragons, die sich hier wirklich nochmal fangen können. Und Recast Gaming jetzt natürlich zum Glück in die nächste Full Echo jetzt schicken. Trotzdem lebt immer noch die eine M4 und die eine AWP. Ich weiß gar nicht, ob die M4 bekannt war. Die AWP auf jeden Fall. Man weiß, man hat sie nicht rausgenommen. Aber es wird nicht leicht. Eieiei. Na, man macht doch die Pause. Sehr, sehr interessant. Und 14-10 steht es. Recast ist kurz davor, das Ding zu holen. Aber aktuell, ja, kommt dann doch langsam E-Dragons Erfahrung hoch. Na, okay, was soll ich jetzt so sagen? Zwei Runden geholt. Man hat natürlich allgemein viel Schaden ganze Zeit gedrückt. Und Recast Gaming deswegen auch nochmal auf jeden Fall hier in ihre Echo geschickt. Aber was ich gut fand, Recast direkt hier reingeforst, hier runtergekauft, alle Spieler auf null, so gut wie, dass man jetzt halt das komplette Geld hat, weil es ist besser, lieber ein Team, das ganze Team komplett auf einem Geldlevel zu haben, als wenn einer hat 8000, der andere haben halt null. Das macht halt keinen Sinn. Ja. Warten wir das mal ab. Und hier muss ich mal an ein Team in, Singularity, falls ihr jetzt kurz gerade zuhörst, Arian, ich caste euch danach nicht. Kann ich jetzt gerade nicht antworten, aber wenn ich caste, ist es Blindo gegen die Jungs von Grind 5. Habe ich mir schon rausgesucht, aber ich habe mich auch schon mal in den Stream reingetragen. Falls sie Zeit haben und dann hier noch warten, dann geht's ab. Aber wer weiß, E-Dragons gegen Recast Gaming ist noch nicht zu Ende. Hier kann auch noch mal eine Overtime passieren oder eine 16-14 für E-Dragons. Also hier ist alles drin. Natürlich auch ein Recast Gaming 16-14. Ich weiß es nicht. Wir gucken. Hi, No Rules. Sehr gegrüßt. Sehr gegrüßt natürlich. Schön, dass ihr alle reinschaut. Viele, viele Zuschauer jetzt hier. Was geht ab? Ich glaube, die meisten wollen vielleicht jetzt gerade sich dann danach Grind 5 gegen Blindor angucken. Aber aktuell seht ihr ja noch, dass hier E-Dragons gegen Recast läuft. Und manchmal ist es halt so, BO1-Spiele, besonders in der ESL-Meisterschaft, können dann noch etwas länger dauern. Und vielleicht gehen wir auch noch eine Overtime. Let's go. Wir sind drin hier mittlerweile. Fliegen überall die Granaten, die Molos.
Smokes, was man auch so will. Und in der Ecke steht Cargo und der macht keinen Frag mehr. Aber René kann ihn machen. Und René wird rausgenommen. Jetzt ist aber Chris da. Aber Tweezy holt sich direkt den Kopfschuss hier gegen Chris nicht ab, sondern verteilt ihn. Kann hier direkt die M4 rausnehmen. Und Thomas jetzt wird wahrscheinlich direkt in den Safe geschickt. Ganz klar, die AWP, die kannst du dir nicht leisten. Nächste Runde, die willst du auf jeden Fall durchbringen. Und du kannst dann vielleicht die zweite AWP legen für jemand anderen. Somit geht man hier mit der in den Safe. Zedek wird vielleicht jetzt nochmal versuchen, noch einen Exit-Frag zu ziehen. Man hat nur einen rausnehmen können. Tweezy mit 10 APs hat er zwar noch, aber das ist das 14 zu 11. Super, super stark. E-Dragons bleibt weiterhin am Ball. Haben Bock. Gehen jetzt auch auf den Safe natürlich. Man will nicht wegrennen. Man will jetzt nicht hier sterben über die Bombe. Das ist natürlich sehr bitter. Oh, jetzt wird's knapp, ne? Jetzt wird's knapp. Oh, 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 oh. Former G überlebt es aber. Oh, das wird knapp. Da haben sie sich ein bisschen verschätzt, ne? Jetzt hat man auch schon die Diegel gesehen, die nimmt man sich noch mit. Und jetzt 14 zu 11, E-Dragons mit großen Schritten jetzt hier dabei aufzuholen. Die ersten drei Punkte hier hintereinander geholt, super wichtig. Und Recast mit 14 Zählern jetzt zum ersten Mal seit drei Runden wieder mit der nächsten Waffenrunde am Start. Und die müssen sie jetzt holen, wenn sie den Sack zumachen wollen. Ansonsten wird das nicht gut ausgehen. Der Sack muss zugemacht werden. Und das ist jetzt Recasts Chance. Wenn Recast es jetzt nicht schafft, haben sie wieder nur 2-3 oder 2-5, würde ich sagen. Das ist ja ein bisschen mehr. Können hier nur leicht reinforcen. Da steht es für E-Dragons 14 zu 12. 14 zu 13 auch safe. Außer man verliert in der Kurios irgendeine Pistol Round gegen Recast. Und danach sieht es einfach nicht gut aus. Und man sieht einfach, E-Dragons, hätten sie die Pistol geholt, hätten sie hier ganz klar jetzt schon einen Unentschieden wahrscheinlich gehabt. Und wir hätten hier wirklich eine richtig close Partie. Aber wie man halt sieht, 4-0 beide Teams. Beide Teams zeigen auf jeden Fall, dass sie Bock drauf haben. Hier auch sehr gleich stark sind. Es ist halt leider nur ein BO1. Ich hätte ja auf jeden Fall gerne einen BO3 gesehen. Und der First Flag aber hier für Recast. Und man geht auf den Arsport drauf. Tweezy ist drauf mit seinen beiden Mates. Gulli ist dabei. Man ist schon da. Tweezy kann den ersten Flag hier ziehen. Auf den ersten Stein bereit, aber Zedek macht das gut, schöner Boost hier. Aber Farmagi passt wieder auf, man kann hier wieder einen Spieler rausnehmen. Man tauscht hier Parks und Zedek wartet in der Mitte. Chris wird rausgenommen. Man hat noch Cargo. Und jetzt fallen sie alle hier bei Recast. E-Dragons jetzt im 3 gegen 1 vorne. Cargo macht den ersten Frag. Das ist super wichtig. Wo sind die anderen beiden Spieler? Wird er in den Safe geschickt? Läuft er nochmal einen langen Weg? Ne, will die AWP oder was? Keine Ahnung. Er geht in den Safe. Läuft er noch einmal rum. Die Jungs von E-Dragons lassen hier nichts anbrennen. Und somit steht es hier 14 zu 12. Und es wird hier dann wahrscheinlich die Force bei kommen. Oh, der Anschuss ist da. Jetzt könnte er wahrscheinlich sterben. Das ist gut für ihn. Tweezy wird sterben. Schöner Anschuss. Und Farmer überlebt es hier ganz knapp. Damit verliert man die AWP. Und die ist natürlich weg. Schade für ihn. Aber trotzdem 14 zu 12. E-Dragons jetzt mit auch sehr, sehr viel Geld vorhanden am Start. Und die Jungs drüben bei Recast können hier nur leicht reinforcen, denke ich, weil Chris, René, haben nix. Sie müssen jetzt hier auf 14:13 zu spielen, um dann die nächste Waffenrunde einfach zu gamen. Weil nur dann hat man hier noch eine ganz klare Chance hier auf den Sieg. Und das macht man gut hier bei Recast. Man forstet hier nicht hier grundlos einfach rein. Ja, man holt sich jetzt hier nur drei Deagles, eine CZ. Hat hier einen AK noch bei Cargo, der überlebt hat. Und wenn man das jetzt hier irgendwie jetzt doch nochmal holen kann, das wäre natürlich bitter für E-Dragons. Aber die können reinkaufen. Die haben genug Geld. Für die sollte es jetzt nicht das Problem sein, aber die. Für die sollte das Problem sein, dass sie jetzt mal auf jeden Fall die Waffenrunde holt. Und da piekt Zedek rum, macht den Schaden gegen Raketen-Rudi. Aber kassiert selber sehr, sehr viel. 23 HP. Und Rudi mit 58 nur vorhanden. Eieiei. Wird close. Wer sich wundert, warum ist Albi alleine? Ja, Pat ist am Start. Nicht da, der fehlt noch. Aber mal schauen. E-Dranks super konzentriert jetzt hier noch im letzten Abschluss des Games. Und wollen auf jeden Fall auf den Sieg oder Overtime spielen. René piekt rum. Holt sich hier keinen der Frags ab. Wird selber noch rausgeholt. Kann hier Gulli auf jeden Fall Schaden drücken, aber mehr auch nicht. Es reicht einfach noch nicht. Recast mit 14. E-Dragons mit 12. Chris wird rausgemollot. Der wird einfach nur noch verbrennen. Beziehungsweise Raketenrudi macht hier einfach den ganz normalen Farm. Macht ein bisschen Stress beim B-Spot. Damit triggert man auf jeden Fall zwei Spieler. Und Cargo steht hier noch im Tetris. Mit der AK macht den ersten Frag. Kann er die Bombe noch rausnehmen? Da oben sieht ihr auf jeden Fall Gulli extrem. Der piekt rum. Uiuiui. In der Mitte steht noch einer. Oh, wird er ihn auf dem Schirm haben? Dass von der Mitte einer kommt. Oh, den hat er, glaube ich, nicht auf dem Schirm. Wahrscheinlich wird er jetzt sterben. Ja, Cedric macht es. Malt jetzt noch zwei Spieler. Zedek und Thomas. Die machen beide nichts. 14 zu 13. E-Dragons ist wieder dran. Aber richtig krass. Mit großen Schritten hier fünf Runden hintereinander geholt. Recast muss sich jetzt fangen. Haben gut konsequent gespart.
sehr, sehr gute Leistung, so erstmal als Konsequenz zu sparen und kaufen jetzt in das alles oder nichts. Wenn man jetzt hier die Runde hier nicht schafft zu holen, steht es 14-14 und E-Dragons wird zum 15-14 hier auf jeden Fall spielen. Denn die Jungs von Recast haben nächste Runde nicht das Geld, um hier nochmal reinzukaufen. Man müsste nochmal wirklich konsequent eigentlich die Sparrunde machen, dasselbe nochmal machen, um auf die Overtime zu gehen. Was anderes sehe ich hier nicht. Wenn man dann reinforst nächste Runde, falls E-Dragons jetzt die Runde holt und dann verliert, ist es auf jeden Fall safe vorbei. Und E-Dragons holt das Ding 16-14. Nach einem richtig starken Comeback hier. 14-8 Chance und Pharma G mit insane Reflexen. Vorhin noch 3-4 Mal verschossen. Und jetzt easy peasy lemon squeezy holt er sich hier den Shrek und öffnet damit erstmal ein Fenster für die E-Dragons. Ay caramba. Was ist hier los? Die Jungs hier von E-Dragons jetzt zum Schluss richtig heiß. 1000% hier haben sie sich auf jeden Fall hier gerade im Fokus. Und die Jungs von Recast langsam so ein bisschen das Momentum vielleicht nicht mehr ganz da. Aber die sind genauso fokussiert. Wie diszipliniert die Jungs hier? Einfach hier warfen, safen und das runterspielen. Das ist nicht alltäglich hier in Division 3. Aber dadurch sieht man einfach auch nur, wie das Niveau hier steigt. Auch in Division 3 der ESL-Meisterschaft. Oder auch 99 Damage. Die Teams werden immer besser. Und das ist so gut für solche Counter-Strike. Ich hoffe, es macht Spaß. Lasst ein Follow da, wenn ihr Bock habt. Wir würden uns freuen, oder ich auf jeden Fall. Aber jetzt geht's los. René ist ready, macht den ersten Anschluss jetzt hier gegen Gulli. Auf dem A-Spot, man hat nur noch 30 Sekunden. Man will es jetzt wissen hier. Es geht hier relativ schnell jetzt rauf. Im Jungle steht Zedek, verschießt hier. Macht doch mal eine Flash, will sich irgendwie abwehren. Man pusht jetzt hier vielleicht die beiden Spieler. Schöne Support-Flash, René im Nahkampf. Cargo macht aber den wichtigen Frag. Cargo mit dem Double-Frag. Super wichtig, aber die Bombe tickt schon. Man ist jetzt heiß. 3-4 Situation. Wie viel kann man noch machen? Wir lassen die Autokamera arbeiten. Ich bin gespannt, wo sie uns hinführt. Raketenrudi im Close-Fight. Steht hier bereit hier. Weiß hier noch nicht, wo der eine Spieler ist. Da holt sich Chicago den 3K. Macht den 4K. Nee, René. Macht sie doch einen Frag. Und jetzt ist es nur noch Zedril mit dem Double. Und dann ist aber Zedek oben da. Macht den wichtigen Frag. Und da hat man es endlich. Da hat man endlich nach verlorenen 5 Runden den wichtigen 15. Punkt. Und man hat die Overtime erreicht. So wichtig. Und man kann mit zwei Spielen überleben. Aber das Geld sollte noch genau reichen, um nochmal eine schöne Waffenrunde zu spielen. Aber was für ein Krimi jetzt hier. Was für ein Krimi in dieser Partie E-Dragons gegen Recast Gaming. Ich muss ehrlich sagen, es ist die schönste und spannendste Partie seit langem hier in der ESL-Meisterschaft Division 3. Zwischen diesen beiden Teams. Ich bin gespannt, wie diese beiden Teams sich dann machen gegen Team Zodiacs, gegen Bang Esports, gegen Lindo, gegen West Coast Pirates. Ja, da sind ja noch einige krasse Namen, die noch dabei sind, die noch mitsprechen, oben im oberen Bereich. Ich habe auch schon ein, zwei vergessen. Sorry dafür. Aber es wird heiß. Na, Heatwave natürlich noch vergessen, nicht vergessen. Ne? Die sind auch richtig gut dabei. Er wird auf jeden Fall nice in den Playoffs dann im BO3. Sowieso, und da der First Record Zedek diesmal auf der Seite von Recast. Das ist das gute Zeichen, hier auf den Sieg zu spielen. Das könnte gut werden für die Boys von Recast Gaming. E-Dragons muss auf der anderen Seite jetzt erstmal kontern. Das wäre natürlich auch wichtig auf ihrer Seite, dass man weiter im Spiel bleibt. Weil wenn man die jetzt holt, sollte man die Overtime erreichen. Da hat man das 15-14. Recast hat kein Geld mehr. Die können ja nur reinforcen in ein paar Deagles und ein paar CZs. Weil guckt euch das Geld an, die haben halt nichts. Scoreboard, gucken wir uns mal an. Cargo, haben wir noch gar nicht geguckt. Cargo mit 32 Frags hat die 30K-Bombe gemacht. Und E-Dragons mit 18, 20, 19, 16 Frags. Ja, und Raketen-Rudi mit 13. So kenne ich Rudi gar nicht. Was ist da los, ey? Ja, aber trotzdem. Man ist hier trotzdem sehr ausgeglichen bei E-Dragons auf der anderen Seite. Hier hat man eigentlich nur Thomas und René, die abgeschlagen sind. Und der Rest geht gut ab. Man gibt noch ein Spot drauf. Zedek macht den zweiten Frag, bis man den kontern kann. Man hat hier noch die Überzahl. Und guckt euch René an. René im Palace. Hat man hier auf dem Schirm. Die Molo kam natürlich in seine Richtung. Man weiß natürlich, dass er da ist. Und der hat man aber weiterhin nicht hingeguckt. Gulli extrem gut rauskommt. Die Flash ist da. Man ist hier nur noch mit zwei Spielen unterwegs. E-Dragons muss irgendwie reisen. Twizy mit einem AP. Formaggi mit 39. Oh mein Gott, René nach unten hier. Richtung Underwood. Der schießt hier weiter. Oh, René sieht ihn noch nicht. Twizy ist ready. Und dann nimmt man aber Formaggi raus. Und Twizy macht noch einen Frag. Und dann ist Chris da. Das ist das 16-13. Recast Gaming holt sich hier den Sieg. Chris hat nochmal Bock, ihn abzuknallen. Seinen eigenen Mate. Und zum Schluss holt man die Partie. Recast Gaming mit einem wirklich spannenden Finale holt sich hier das 1-0 gegen E-Dragons. Und somit holt man sich hier den wichtigen 5. Punkt. Ja, den wichtigen 5. Punkt in dieser Partie. Und was eine Partie. Ja, also muss man, oder in dieser Liga besser gesagt, in der ESL-Meisterschaft holt man sich den wichtigen Punkt. E-Dragons muss den kürzeren ziehen, aber ganz ehrlich, was man jetzt hier auf Mirage gesehen hat, das ist einfach nur fair.
beide Teams, würde ich schon sagen, gleich stark. Am Ende hatte dann doch, haben die Jungs von Recast gezeigt, dass sie nochmal sich zusammenreißen können, auch und das Ding holen. Und auf der anderen Seite aber genauso. Man konnte sich zusammenreißen, konnte nochmal 5 Runden holen, es wurde nochmal richtig close. E-Dragons, da kam nicht so ganz ins Spiel natürlich, sondern so, waren aber damit zum Schluss auf jeden Fall im Spiel, haben sich dann wieder zurückgefunden. Und dann sind auch die Flags gefallen, aber Recast hier dann nochmal zum Schluss den Sack zugemacht, 16-13 das Ding geholt. Und ja, was soll man gut sagen? Damit gehen sie hier mit 5-0 weiterhin auf die Führung hin, die SL-Meisterschaft, aber Heatwave und Banging Sports sind natürlich auch dabei. Ja, schade, schade, aber egal. Schämen braucht man sich nicht. Ich sag jetzt einfach mal, ich gehe mal kurz in die Break für 3 Minuten und dann gucken wir mal, oder 1 Minute, gucken wir mal, ob wir direkt dann hier die nächste Partie sehen können. Ja, ich werde direkt rüberschalten. Blendo gegen Grind 5. In dem Sinne sage ich fürs Reinschauen, wenn ihr dranbleiben wollt, bleibt dran. Geht direkt weiter hier mit einem spannenden Match. Da stehen auch beide Teams 4-1. Also macht's gut, bis gleich. Euer Albi.